So, ja, mal nicht weiter Pickel. Herzlich willkommen zu WoomCG. Das lang erwartete, auch von mir lang erwartete Let's Play. Ja, eigentlich hätte es sogar schon eine Woche früher kommen können, aber da hatte ich halt den anderen schon versprochen, dass wir nochmal eine Woche Let's Play Together machen. Beim Let's Play Together ist es halt blöd, wenn man dann einfach immer sagt, nee, geht doch nicht. Dementsprechend habe ich das doch nochmal eine Woche aufgeschoben. Jetzt aber endlich WoomCG Record. Ja, es gibt mehrere Sachen. Zum einen kam mir, wie gesagt, jetzt mittlerweile WoomCG raus. Ich spiele natürlich mit der Free-Version 1.1, also Version 1.1. Das Ganze baut natürlich auf Ultimate Doom auf, nicht auf Doom 2, weil es soll ja ein, ja wie sagt man, ein Gelübnis an Doom 1 sein und nicht an Doom 2. Und es kam endlich die finale Version von Brutal Doom 21 raus. Damit werden wir WoomCG natürlich auch spielen. Ja, würde ich mal sagen, let's walk. Und dann geht's ab. Geht das? Denke ich mal. So. New. Ich würde mal sagen, wir spielen erstmal normal. Also hier mit Ultra Violence. Genau, WoomCG. Boom Headshot. Ultra Violence. This is a custom. Achso, ja klar. Bin ich mal gespannt. Es wird. Ach du Scheiße. Lol. Ach, da hinten ist ein Pinky. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gerade einen Pinky gehört. Digga, geht's ja weiter. Scheiße, hat doch Muni. Oh, nice. Hä? Wo ist der Pinky? Da. Boah, Alter. Meine Fresse. Ja, ich habe mich selbst überwunden und das Map Pack hier bisher noch nicht selbst angespielt. Das heißt also, es wird komplett blind. Wobei ich zugeben muss, also es ist nicht hundertprozentig blind, weil ich habe natürlich schon die Videos, die John Romero auf YouTube gezeigt hat, mir schon angeguckt. Das heißt also, es kann schon sein, dass ich ein paar Sachen schon kenne. Ja. Es ist verdammt dunkel hier. Boah, Digga, ich hatte noch 10% Leben. Wollt ihr mich verarschen? Gibt's hier irgendwie Map-Pack? Health-Pack, meine ich doch? Nee, gibt gar nichts. Ist echt nur so ein Startraum. Na gut, okay. Wir haben auch keine scharfe Munition mehr, ne? Also, Bullshit. Was? Wo denn? Was? Ach ja. Ach nö. Was soll denn das für die Waffe werden? Da hinten. Haha. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Die Frage so ein bisschen war. Oh! Boah, Alter, ich kann diese ganzen Sachen hier nicht mitnehmen, weil sobald ich hier reingehe, sterbe ich. Mit 10% Leben hat man da keine allzu. Okay, das ist ein Auto. Boah. Keine allzu guten Chancen, da zu überleben. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Zu viel Schalter? Mann, leck mich. Fuck! Ich wollte nach A, ich wollte nach A drücken. Ich wollte A drücken. Nani? Boah. Boah, Alter. Boah, weg. Komm her. Mädel? Hätten wir. Oh, hier ist auch so ein Ding. Nice. Gut, okay, dann gehen wir mal raus hier. Hä? Wo geht's hier raus? Hä, wo ist jetzt der Ausgang? Momentchen mal, boah, ich will jetzt keine Munition verschwenden, aber vielleicht muss man darauf schießen. Guck mal ganz kurz erstmal speichern hier.
Ja, komm, die ganzen Sachen kann ich eigentlich alle mal löschen. Dankeschön, funktioniert eh nicht mehr. Wir haben nämlich jetzt die aktuelle Version. Damit ist das Ganze natürlich inkompatibel. Nichtsdestotrotz, safe, genau. Sigil. Kuddeldum 21. Okay, gut. Das haben wir gespeichert. Jetzt kann ich auch Munition verschwenden. Geil, leck mich. Also doch. Lol. Kommt mal her. Hey, wieso habe ich Schaden bekommen? Gibt es irgendwelche Fläschchen, die Schaden machen? Da wurde ich gerade von dem Imp getroffen. Sollte ich vielleicht mehr meine Shotgun benutzen? Da ist... Wow. Ich versuche halt hier herauszufinden, wo ich Schaden bekomme. Oder kommt einfach nur der Schadenssound und ich bekomme gar keinen Schaden. Boah, das macht sowas von keinen Sinn hier. Ne, hier gibt es nur Schaden. Ja, okay. Ist also wirklich nur Soundkulisse, heißt also ich bekomme gar keinen Schaden. Mann, diese Geräusche machen mich verrückt hier. Das gibt's doch gar nicht. Wow. Aha, das hat der Fall aufgegangen. So, dann muss ich da wahrscheinlich auch reinschießen. Hallo? Ah, okay. Ach, lol. Hier gibt's sogar Secrets. Nicey dicey. So, nicht reinfallen. Dürfte wahrscheinlich wehtun. Nein! Ja, die F-Taste und die G-Taste ist sehr nah beieinander. Komm ich hier durch? Ja, doch, komm ich. Aha! Secret! Okay. Wow! Wow! Halleluja. Okay. Der Imp ist fällig. Komm mal her. Wo war denn der Imp? Müsste da sein, oder? Na komm. Ja, da hinten ist er. Na komm, Mädel. Fuck you! Geht doch! Oha! Oh! Also diese Muster hier sehen schon echt geil aus. Ja, übrigens für alle, die sich interessieren, ihr könnt dieses Map-Pack nicht mit Vanilla, mein Test. Leck mich! Nicht mit Vanilla Mindtest spielen, weil durch die ganzen Sachen hier hat die Map zu viele Details für Vanilla Mindtest. Das heißt also, die Map ist zwar Vanilla kompatibel von den Features her, aber sie hat zu viele Elemente, weswegen ihr eine Limited Removed Source Port braucht. Also sowas wie Crispy Doom oder Chocolate Doom. Nee. Chocolate Doom ist auch Vanilla angelehnt. Ja, also wie gesagt, sowas wie Crispy Doom oder PR Boom. Ja, sowas halt. Beziehungsweise halt PR Boom Plus.
Komme ich auch noch rüber? Jawohl. Klappert zu, auf den Tod hier. Mann, durch diese scheiß Kleidung hier sehe ich gar nichts. Och nö, jetzt habe ich sie schon genommen. Gut, kann ich irgendwas machen? Ist irgendwas, was ich dafür nehmen kann? Ah, lol. Das ist nicht gut. Voila, ich schwöre, Habibi, nicht gut. Ich werde gleich, ich bin gleich tot. Ich habe 1% Leben, Alter. Ich hatte 1% Leben. So, ich würde aber trotzdem schon gerne diese Shotgun Shell Pack da haben. Ah, lol. Was mache ich hier gerade? Alter, kommt der hier? Oh Leute, ich sterbe gleich. Was ist denn hier los? Hä? Komm ich hier? Ach, hier bin ich. Wow. Ja, das ist awesome. That is fucking awesome. Aber wo war denn jetzt diese Shotgun Shell? Ach, da Kacke. Da drüben muss ich drauf gemusst. Oh, komm jetzt. Oh, Alter, ich kriege noch eine Krise. So, hier jetzt. Und jetzt musste ich hier... Nein. Ach, leck mich doch. Ah, super. Jetzt sieht natürlich auch meine Verkleidung aus. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Es ist doch jetzt im Automaten. So, bam, 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 bam. Nein, da. So. Ha, easy. So, wie kommt jetzt wieder runter? Hier ist ein Schalter. Ah. Okay, that makes sense. So, jetzt muss ich hier wieder rauf. Korrekt, korrekt. So. Wo war jetzt hier der Schalter? Ach, dann. Aha, okay, easy. Easy. Ist ja ganz schön verwickelt hier, ey. Vor allem ist es auch draußen, jetzt ist es gerade mal 8:30 Uhr, ne? Ist draußen schon so hell, dass ich auf dem Bildschirm Probleme habe, Sachen zu erkennen. Nee, von da komme ich. Ach, wow. Ey, hier sind überall so solche Dinger, kann das sein? Hä? Wo bin ich? Muss ich zurücklaufen oder was? Hat sich ja jetzt gerade geöffnet. Hier hat sich gerade und was kam aus der Richtung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hä? Okay. Hier haben sich mehrere Sachen hochgetan. Okay. Wieder ein Ballabumloch irgendwo? Ah. Okay. That makes sense. Okay. Wow. Boah, Alter. Darf ich hier einfach in Deckung gehen? Ihr verknackten Knacker. So, kommt her. Jetzt mache ich euch Schaschlik. Boah, Alter.
Jetzt sag mir nicht, dass es der Bereich, wo auch dieser Kakodemon war. Doch. Ich höre ihn. Na, komm her. Boah, Alter. Hä? Ach, da hinten? Das Problem ist, auf diesen Dinger traut man sich überhaupt nicht auszuweichen. Oh, wow, 16% Leben. Das ist echt, also, muss ich schon sagen, das reicht für das Kräftige aus. Ah! Boah, Alter, ich. Das gibt's doch gar nicht. Also bei dem Level muss man sich echt immer wieder extrem weit zurückfallen lassen, damit man hier auch ordentlich agieren kann. So, hätten wir. Jetzt kommt das nächste, jetzt muss ich die ganzen Viecher da erstmal irgendwie rauslocken. Das heißt also einmal hinrennen und wieder zurück. Nein. Wow, wow, wow. Okay. Klappt nicht so ganz. Was? Digga, wie schnell könnt ihr denn agieren? Wieder noch 36. Nein! Och Mann, das ist doch gar nicht. Nani! Ja, komm. Oh, Alter, geht das so hart auf der Eier. What? Na! Boah, Alter. Ich hab so lange kein Doom mehr gespielt. Boah, Alter, das war doch gut. Das war doch scheiße. Ey, ihr kleinen Fotzen, ich mach jetzt mal mit 11 fertig. Bom, bam, aus, finito. Du hinterher. Boah, Alter, kannst du mal hier sterben oder so? Wo ist denn der jetzt denn hinten? Feierabend hier. Kriegst du ja eine Kriege der dritten Generation hier. Okay. Leider funktioniert diese Taschenlampen-Mod, diese Flashlight von Brutal Doom Black Edition, funktioniert ja mit der aktuellen GZ-Version nicht mehr. Von daher habe ich noch dieses kleine Spotlight-Dings hier. Das ist echt traurig. Aber was willst du machen? Lappe. Ich traue mich nicht. Boah, war klar. War doch klar, dass das eine Falle ist. Nein! Ich wollte während dieser Nachladeanimation die Granate werfen, aber der lädt erstmal in Ruhe nach und wirft dann die Granate, wenn der Ding schon wieder komplett oben ist. Wow. That is fucking awesome. I like it. Na? Ich krieg ne Macke! Alter, Granate und ich, wir wären nie Freunde. Könnt ihr aber wissen. Das war grad verkackt. Es geht doch nicht. Oh. Geht doch. Hä? Warum geht's hier nicht mehr hoch? Lol, verpackt.
Oh, eine Granate haben wir. Ah, Gott. Die Frage ist, habe ich jetzt um den Kakodemon. Nein, haben wir nicht, aber jetzt haben wir ihn. Ach, siehst du, es gibt hier auch noch Secrets, ne? Upsala. Haben wir vollkommen vergessen, auf Secrets zu gucken. Wobei zwei Secrets haben wir, warum auch immer. Wir werden ein Secret, das weiß ich. Das war da, wo wir hier die komischen Außendinger lang gelaufen sind. Oh, da unten ist auch noch was. Ja, das wäre definitiv. Das hier wäre definitiv ein Secret gewesen und leider haben wir diese Suit nicht mehr, von daher kann man es vergessen. Okay, dann lasse ich das am besten an der Stelle auch. Das war natürlich klar. Müssen wir jetzt hier weiter? Nee. Lol. Die Ecke von dem Raum war das Ziel. Interessant. Ja gut, das ist ja auch logisch, ne? Ich meine, wer rennt nicht gerne in die Ecke? Oh oh. Wir sind dezent gefickt, kann das sein? Egal, das sind wir jetzt im nächsten Level, von daher schauen wir drauf.